Hallo aus Brüssel. Nächste Woche in Straßburg im Europäischen Parlament wird Jean-Claude Juncker, der Präsident der Europäischen Kommission, zum letzten Mal seine jährliche Rede zur Lage der Europäischen Union geben. In der Vorbereitung orientiere ich mich an drei Fragen, berühmten Fragen von Immanuel Kant. Was können wir wissen? Was dürfen wir hoffen? Und was sollen wir tun? Wir wissen, dass Jean-Claude Juncker, der eingetreten ist mit dem Satz, dieses ist die Europäische Kommission der letzten Chance, wir müssen es hinkriegen oder ganz Europa geht den Bach runter, dass er durchaus einige Erfolge vorweisen kann, Dinge, wo er auch bereit war umzulernen. Juncker hat zum Beispiel dazu beigetragen, dass die einseitige Fokussierung der Wirtschaftspolitik der EU auf Sparen, Sparen und noch mehr Sparen zulasten etwa sozialer Solidarität, dass die Schritt für Schritt überwunden wird. Er hat von Anfang an einen Schwerpunkt auf Investitionen gesetzt. Juncker hat umgelernt, indem er heute deutlich signalisiert, wir müssen die Tür aufmachen für die Länder im Westbalkan, die zur EU dazukommen wollen, weil das weitere Nichtstun, das weitere Abwarten die Lage dort nicht bessert und die Gefahr immer größer anwachsen lässt, dass der Balkan wieder zur Quelle von Spannungen wird, die ganz Europa in Mitleidenschaft ziehen. Er hat auch umgelernt beim Handel. Die Politik des reinen Laissez-faire und je mehr der Staat sich raushält, desto besser, die Kommission etwa in puncto chinesischer Dumping-Exporte ursprünglich eingenommen hatte, ist korrigiert worden. Nicht ohne Zutun des Europäischen Parlaments und der europäischen Öffentlichkeit, aber Juncker hat da verstanden, dass man etwas anders machen muss. Insofern, wir wissen, er ist in der Lage, auch zu antworten auf neue Herausforderungen. Er ist auch in der Lage, Chancen zu ergreifen, etwa wenn sich jetzt bei dem bedauernswerten Brexit, der vor uns steht, die Gelegenheit ergibt, dass Europa in wirtschaftspolitischer Hinsicht, in sicherheitspolitischer Hinsicht mehr gemeinsam tut, dass man dann versucht, das auch zu ermöglichen. In sicherheitspolitischen Fragen haben wir in den letzten 12 Monaten mehr Schritte nach vorne getan als zuvor in 12 Jahren wahrscheinlich. Trotzdem, wir haben in vielen dieser Politikbereiche die Kritik, dass er nicht konsequent ist, dass er zu viel Status Quo-Denken Platz lässt, dass er nicht ambitioniert genug treibt. Und trotzdem hoffe ich, und damit bin ich beim zweiten Punkt, dass Juncker an einer zentralen Stelle, an der er in allen 4 Jahren, die jetzt hinter uns liegen, nicht wirklich vorwärtstreibend war, vielleicht in seiner letzten Rede doch nochmal einen neuen Akzent setzt, einen wichtigen neuen Akzent. Und das ist der Bereich europäischer Industriepolitik und insbesondere der Orientierung auf ökologische und digitale Innovation in der europäischen Industriepolitik. Irgendwie hat man den Eindruck, ich jedenfalls habe immer wieder den Eindruck gehabt, das liegt diesem Präsidenten nicht, Industriepolitik. Und doch sehen wir, dass in den USA, auch wenn es dort ganz anders genannt wird, Industriepolitik gemacht wird, in China und anderen Ländern Asiens Industriepolitik gemacht wird. Und wenn wir das nicht als Herausforderung in einem globalen Wettbewerb begreifen, dann werden wir irgendwann feststellen, wir landen im hinteren Glied und sind diesem Wettbewerb nicht mehr gewachsen. Jetzt ist Industriepolitik nicht gleich Industriepolitik. Man kann das sehr konservativ anpacken und viele Lobbys wollen das natürlich. Und in der Logik läuft Industriepolitik hinaus auf Steuervorteile und Ökodumping und möglichst wenig Regulierung und machen lassen.
Ich habe eine andere Vorstellung von Industriepolitik, die ordoliberal basiert ist, die auf Innovation, insbesondere ökologische Innovation, orientiert ist und die die Vorteile zu nutzen versteht, die sich ergeben können aus einer Verschränkung von digitaler und ökologischer Innovation. Das wäre wichtig. Das wäre auch sozusagen für das Vertrauen in die zukunftsgestaltende Kraft unseres Europa wichtig, dass Juncker das zum ersten Mal in seiner letzten Rede wirklich ins Zentrum rückt. Und die letzte Frage, was sollen wir tun? Ich glaube, ganz wesentlich, auch für den Handlungsspielraum der Kommission, auch für die Frage, wohin die Kommission gegebenenfalls treibt, ist, wie stark aus den Mitgliedsländern der Druck sein wird auf eine moderne, auf eine zukunftsorientierte europäische Politik. Im Moment muss man leider sagen, es gibt keine einzige europäische Mitgliedsregierung, die bei ökologischer Innovation wirklich treibt. Auch nicht in Deutschland. Im Gegenteil, wir müssen uns da eher schambedeckt zurückhalten angesichts dessen, was die Bundesregierung alles nicht anpackt. Und trotzdem glaube ich, es gibt, das ist ein Fazit nach diesen 4 Jahren eines aktivistischen Präsidenten, es gibt nicht wirklich europäischen Fortschritt, wenn er nicht auch aus den Hauptstädten getrieben wird. Und insofern, was immer wir in diesem nächsten halben Jahr vor der Europawahl dazu beitragen können, dass Europa und die Zukunftsorientierung Europas auch in den Hauptstädten zum Thema wird und nicht Randthema ist, das trägt auch dazu bei, dass die Institutionen, Kommission und Parlament weitere Schritte nach vorne gehen können. Ich hoffe, dass Juncker diese Verantwortung der Mitgliedsländer sehr klar anspricht. Und das ist das, was wir auch als Gestaltende, als Aktive, als treibende Europäerinnen und Europäer mit voranbringen können. Mal sehen, was er sagt in Straßburg nächste Woche.